Willkommen zurück zum Stream. Wir haben jetzt das Spiel hier Horcrux Halle gegen die... Dobbys Klatscher aus Oldenburg. Genau. Ja, wollen wir uns kurz vorstellen? Ja, am besten. Bevor es hier losgeht. Ich bin Hanna aus Bonn. Ich bin Lena aus Offenburg. Oh. Lena, warst du schon mal am Livestream eigentlich? Ja, beim EQC diesen Jahres. Ach, cool. Ja, ich habe heute mein Debüt. Also alle, die jetzt zugeschaltet haben, herzlich willkommen. Das wird spannend. Das wird spannend. Ja, die erste Starting-Line stellt sich hier schon langsam auf, links, mit den Horcruxen, die Klatscher. Wir hatten es gerade vor dem Spiel schon so ein bisschen davon, wir wissen eigentlich nicht so viel über die einzelnen Teams, weil es sind beides noch ziemlich neue im Quidditch, haben auch beide das erste Spiel jeweils gegen ihre Gegner verloren. Aber es könnte auch ein wirklich interessantes Spiel werden, weil sie jetzt ungefähr auf dem gleichen Niveau sind. Und da freue ich mich eigentlich drauf. Ja, ich denke auch, da werden wir einiges geboten bekommen jetzt. Ganz schön. Ah, da hört man schon den Panda-Ruf. Der schweift öfters mal über Quidditch-Gelände von verschiedenen Teams. Ich finde es auch sehr schön, dass einer von ihnen tatsächlich als Dobby verkleidet ist. Ach ja, der Dobby. Da habe ich auch direkt hier schon die erste Info vom Chichi. Das scheint nämlich das Maskottchen zu sein. Das ist der Danny Kuhn. Der muss nämlich... Lustige Sache, der muss so lange Maskottchen bleiben, bis er 16 ist. Das sind leider noch 289 Tage, dauert noch eine Weile. Aber ich finde, das Kostüm steht ihm ganz gut. Ja, also. Ich finde es super. Man erkennt das Team sofort. Ja, coole Sache. Also ein Maskottchen würde ich auch nehmen. Falls sich jemand bewerben möchte bei den Rhinos, so ein Nashorn-Kostüm, nehmen wir euch sofort. Oder bei uns, bei den Mighty Ducks, eine Ente. Das könnten wir machen, finde ich. Okay, wir machen uns langsam fertig hier. Haben wir jetzt auch zwei Starting Lines. Ich habe davor noch so ein bisschen kurz mit dem Coach von Halle gesprochen. Der hat sich selber, hat sein Team als lahmarschig und langweilig beschrieben. Oh. Mal gucken. Das wollen wir mal sehen jetzt beim Brooms Up, wie lahmarschig die sind. Und auf geht's. Ach so, lahmarschig sah das jetzt nicht aus. Ah, und da haben sie den Koffer. Ja, direkt mal die Erwartungen niedrig setzen. Haben den Quaffle aber wieder verloren durch das starke Beta-Game. Und das ist noch kein Tor. Jetzt ist ein Tor für die Klatscher. Keeper trägt den Quaffle langsam nach vorne. Wir haben hier BS in der Hand der Klatscher. Wo es wohl hingehört, nach eigener Auffassung. Und jetzt haben wir einen Keine-Bieter-Call. Dann gibt's Action. Stimmt, aber so. Ah, okay. Und die Horcruxen haben den Quaffle verloren. Es gibt einen Drive, der geht leider neben. Aber die Klatscher haben den Ball immer noch in ihrer Hand. Das ist ein schöner Alleingang von der Nummer 3. Sehr schön durchgekämpft da. 2 gegen 1. Und es steht 20-0 für Halle. Nein, sorry, nicht für Halle, für Dobbys Klatscher. Genau, für Oldenburg. Klatscher Control ist auch immer noch mit Oldenburg. Nicht mehr, jetzt haben die Horcruxe tatsächlich die Klatscher Control bekommen. Ja, stimmt. Gucken, was sie jetzt damit machen. Ob sie das umsetzen können in ein Tor. Und der ist Tor drin. Für Halle. Damit steht es 20-10 für die Klatscher. Was jetzt auch gerade wirklich auffällt in den ersten paar Minuten ist schon, dass die Beater sehr stark auf ihre Duelle konzentriert sind und dadurch die Chaser ein viel einfacheres Spiel haben, einfach mal durchzurennen. Ja, das stimmt. Das hast du gut analysiert. Die sind da, haben ziemliches Face-Off. Ja. Und der Quaffle marschiert los, ja. Und der ist drin. Und hinten durchgepfeffert. Wieder die Nummer 3. Wieder die Nummer 3. Die Nummer 3, das ist der Niklas Bläser, der scheint hier ganz gut vorzulegen. Aber kein Wunder, denn für die Katze deiner Freundin muss Quidditch auch mal warten. Ja, scheint da immer deutliche Prioritäten zu setzen. So, und Bludger Control ist jetzt bei Halle. Das ist schön, beide Teams reden auf dem Feld wirklich sehr viel miteinander. Stimmt, sehr starke Kommunikation hier. Ja.
Und das war ein Tor. Super Longshot. Nicht schlecht. Von der Nummer 4, Dennis. Der auch vom Team, im Team bekannt ist als Hulk, weil er groß und grün ist. Naja. Jetzt gibt es einen Brooms Down wegen einem Foul von Oldenburg. Da wird eine Karte gezückt. Ja, blaue Karte. Für die Nummer 23. Was war das? Illegal Headband? Ja, das war ein Illegal Headband, eine blaue Karte. Aber da das Tor gut war, kann er auf dem Feld bleiben und es geht direkt weiter. Jetzt gibt es kurz Verwirrung wegen dem Stand. Ja. Ja, und die Scorekeeper haben anscheinend auch nicht, kurz nicht aufgepasst. Aber es steht 20-30 für Oldenburg. Aber das und könnte sich ziemlich schnell ändern. Durch ja. Ah, ja. Und Tor. Ja, der Bläser. Da ist er wieder gerannt. Ja, obwohl, war es ein Tor? Ah, man ist sich nicht ganz sicher. Ja. War da irgendwie ein Blatter im Spiel? Hast du es gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, der S-Referee hat gemeint, es wäre ein Tor gewesen. Der Head-Referee, glaube ich, nicht. Ja. Mal sehen. Es gibt eine kurze Besprechung. Und der Coach von Halle ist aufs Feld gelaufen, um kurz nochmal ein paar letzte Instruktionen zu geben. An die Nummer 10. Okay, das Tor zählt. Das heißt, es steht 20-40 für Oldenburg. So, der Kurfel ist ganz hinten in der Keeperzone der Horcruxe. Wird jetzt ganz entspannt nach vorne getragen. Mal sehen, was wir jetzt geboten bekommen. Blascher Control hat auch wieder gewechselt zu Oldenburg. Und wieder, Chaser können durchrennen und Tor. Schönes Ding, war das wieder der Hulk, der da durchmarschiert ist? Ja. Ja, ne? Ja. Das sieht ihm ähnlich. Und da läuft wieder der Niklas mit der Nummer 3. Kommt aber nicht durch, wird aufgehalten. Durch ein starkes Tackle von der Nummer 2 aus Halle. Aber es ist trotzdem ein Tor. Die 2 wird auch, wurde mir auch vor dem Spiel gesagt, da heißt klein, aber oho. Ah ja. Ja, das Oho haben wir gerade gesehen. Ja. Warning für Bam? Da gab es wohl ein bisschen Frustration in der Defense gerade. Aber es ist eigentlich jetzt genau das, was wir uns erhofft haben, dass es ein Spiel ist, was praktisch auf gleichem Niveau stattfindet. Ja. Weil immer ein Tor von Halle, dann zieht Oldenburg nach. Ja, wirklich auf Augenhöhe hier. Nicht nur im Beater-Game. Ja. Auch in den Chasern. Jetzt gibt es wieder keine Beater. Und es wird versucht durchzurennen. Pass auf die Nummer 2. Ah, die verliert leider den Ball. Ah, die hat den Ball noch. Sehr gut. Schön. Und Tor. Pass wieder auf die Nummer 78. Verwandelt. Nummer 78, René, der ist für die deutsche Meisterschaft von den Swooping Evils ausgeliehen. Ah, gab es schon den ersten Transfer hier. Steht jetzt 50-40 für die Klatscher, also wirklich. Oh, 40-40 steht es da hinten. Aber ja, ich glaube, es waren 50-40, ja. Wenn ich das richtig mitbekomme. Da stand auf jeden Fall mal eine 5 am Scoresheet. Ja, und der geht daneben. Da und wurde, ist auch eine Kappe verloren gegangen. Horcruxe haben den Ball. Ein Konter. Keine Bieter. Und der ist drin. Damit gehen die Horcruxe zum ersten Mal in Führung, oder? Ja, stimmt. Wenn es tatsächlich 40-40 stand, dann sind es jetzt 50-40, aber der Timetable, bin mir nicht ganz sicher, ob die alles im Griff haben da hinten. Bin mir gerade auch nicht sicher. Es ist auch tatsächlich sehr windig hier. Jetzt. Für alle, die jetzt zu Hause sind. Jetzt 50-50. 50-50. 60-50. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr knapp. Jetzt sind wir bei 50-30. Also, wir hoffen, ihr habt am Livestream die richtige Punktzahl, weil wir sind gerade sehr verwirrt. Ja. Ein Tor von den
Dobbys klatschern, wie auch ihr Chant da hinten gerade sehr fröhlich rausgerufen wird. 60-50 ist der Score, hat der Headref gerade nochmal bestätigt. War das ein Longshot-Versuch oder ein Pass? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Quaffe jetzt im Sitz der Klatscher. So, we were just... Oh Gott. Entschuldigung, jetzt habe ich auf Englisch weitergemacht. und zwar Entschuldigung dafür, dass beim Livestream die Teams falsch herum angezeigt werden. Das müssen wir immer ganz am Anfang einstellen und dann, wenn die Teams sich noch dazu entscheiden, die Seiten zu wechseln, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Oh, schönes Tackle von Maximilian da in der Defense. Ah, und schöne Beats waren das da. Da kann der Maximilian keine Beats. Das war aber ein schönes Tackle. Aber Max steht noch, läuft weiter und macht das Ding nicht. Der scheint wohl daneben gewesen zu sein. Schade, das war wirklich ein schöner Drive. Ja, das war wirklich schön. Ja. Wir haben Brooms down. Jetzt, wo wir ihn hier gerade schon haben flitzen sehen, Maximilian Hitzler ist übrigens auch der Nazio-Rhino der Horcrux-Halle. Also ich glaube zum ersten Mal, dass Halle jemanden in die Nationalmannschaft delegiert hat. Und bei uns in der Nazio hat er auch tatsächlich den Spitznamen, der Flitzer. Nicht ohne Grund, wie man gerade gesehen hat. Das war wirklich sehr schön. Auch beim zweiten Tackle, wo er nochmal runtergerissen wurde, er ist wieder sofort aufgestanden. Ja, sehr athletisch da unterwegs. Ja. Aber schade, dass nichts draus geworden ist. Aber jetzt gibt es eine Karte. Für die Nummer 4 von Horokushi. Ah. Contact around the neck. Also ja. Kontakt um den Hals gab es da. Das ist eine gelbe Karte. Für den Hulk. Für den Hulk. Da war wohl ein bisschen zu wütend, der große Grüne. Aber die Witze hat nimmt die Karte sehr drauf, entspannt. Ja. Also sehr sportlich. Ja. Und es geht weiter. Wir hoffen jetzt auch, dass das Ergebnis wieder stimmt. Bei uns beim Scoresheet steht jetzt 60-60. Sehr langsam Angriff von Oldenburg. Schön Pässen. Beat. Und jetzt ein Kampf um den Quaffel, aber eigentlich hat der Beater ihn schon sicher. Ja. Und da ist der Flitzer am Ball. Mal sehen, ob er diesmal verwandeln kann. Er macht einen Pass. Oh, ja. Fantastisch. Ein Pass direkt an den Hub, an die Nummer 17, die den sofort verwandelt. Damit steht es jetzt scheinbar 60 both, also 60 für beide, hat der Headref soeben angesagt. Aber das ändert sich auch direkt wieder. Sind jetzt Nummer 17 müsste Steffi sein, wenn ich es jetzt richtig auf dem Trikot sehe. Die ist auch als das flinke Wiesel bekannt. Ah ja. Also 70-60. Okay, wir haben gerade gehört, dass der Score korrigiert wurde im Livestream. Also ihr seid jetzt auf dem richtigen Stand. Hoffentlich. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir es hier richtig Also im Zweifelfall ignoriert uns und guckt lieber auf. Ja. Hast du das gesehen, dieser Pass aus dem Tackle? Leider nicht. Wunderschön. Und wieder und keine Biete ein Pass da. An den Hub. Sehr schön, gibt doch schön, die Nummer 15 wieder. Versuch des Tackles. So, die Horcruxer greifen wieder einmal gegen Bludger Control an. Müssen sich erstmal BS holen. Oder versuchen das zumindest. Ich merke auch wirklich gerade, ich konzentriere mich so aufs Quaffelspiel, dass ich gar nicht wirklich viel von den Beatern mitkriege, weil die wirklich immer nur in ihren eigenen Duellen meistens beschäftigt sind. Da geht ganz selten mal ein Ball auf den Chaser. Ja, das stimmt. Das ist sehr oh, aber es scheint was ja nicht unbedingt schlecht ist. Es sorgt für ein Spiel halt dann mit mehreren Toren. Das stimmt, da geht es ordentlich hin und her. Und das sieht nach einer Karte aus für die Nummer 6. Oh. Maximilian, der hat ein Piercing im Ohr, soweit ich das weiß. Ja, und er hat es auch abgetaped. Ja. Wurde gerade entdeckt. Ah, dann gibt es wohl doch keine. Okay. Okay. Da gab es wohl kurze Verwirrung, ob er es richtig abgetaped hat. Aber es scheint so, deshalb gibt es keine Karte.
Schön. Und dann kommt auch gleich das Tor von der Nummer 6. Wäre schade gewesen, wenn er eine gelbe Karte bekommen hätte. Gewesen, ja. 80 zu 60 steht es jetzt für die Klatscher. Sind wieder leicht in Führung gegangen. Also und Halle muss wirklich eigentlich das ganze Spiel immer dem Rückstand hinterher rennen. Das ist richtig, aber ich glaube, dass sie da ganz gut dranbleiben. Ja, die bleiben auch schön also ruhig. Lassen sich dann nicht, genau. Ja. Schöne Defense da. Und es gibt schon wieder keine Beater. Flitzer flitzt übers Feld. Einen schönen passenden Lauf, der leider nicht gut gefangen wird. Und aber Tor, und zwar noch vom Boden. Aus, jetzt durch den kleinen Hub. Und ich glaube, wir haben gleich, wenn der Head Referee es sieht, ja, ein Brooms down because of injury. Also oh je. Wegen einer Verletzung. Oh nein, und das ist die Nummer 6. Das wäre. Das ist der Nazzo-Reino. Das ist nicht gut. Da hat doch der Bundestrainer noch letzte Woche einen Facebook-Post veröffentlicht, dass doch bitte die Nationalmannschaftsspieler bei der DM geschont werden. Aber er scheint noch selber laufen zu können. Also wohl was gegen Schiemann bekommen. Und wird ausgewechselt. Mal gucken, vielleicht kann er ja nachher wieder spielen. Meistens so bei einem Schlag aufs Bein. Ja, hoffen wir es. Oh, ein. Ah, schade, hat sich gut durchgekämpft. Guter Versuch, ja, sehr gut durchgekämpft gegen weiß, 4 Halle-Spieler. Ja. Starker Kampf. Das war übrigens die Vivian Twirdi, Entschuldigung, falls ich das falsch ausspreche, die Nummer 6, die da gerade fast noch den Ball alleine verwandelt hätte. Die, Zitat, Oldenburg ist viel schöner als Hannover. Die ist nämlich eigentlich auch bei den Swooping Evils. Es scheint irgendwie hier so ein Ding zu sein bei diesen beiden Teams, dass die Swooping Evils, dass die ein bisschen Auslandssemester machen. In anderen Bundesländern. Die Swooping Evils sind ja auch nicht bei der DM dabei. Ja, genau, die konnten leider nicht antreten. Dann haben sie wohl die Spielgewillten noch ein bisschen verteilt auf die verschiedenen Teams. Okay, jetzt gab es einen Broomsdown und gibt wahrscheinlich auch eine Karte, so wie ich sehe. Ja. Gelbe Karte für die Nummer 78, da muss ein Keeper-Headband abgeben. Der Grund war, weil wegen Contact from behind, also ging von hinten an den Mann dran. Oder die Frau. Der Kurfel ist bei den Klatschern. Aber BS haben sie nicht. Mal gucken, ob sie die vielleicht trotzdem. Da kam der Beat und. Das war jetzt mal ein schöner Beat, der. Ein sehr schöner Beat, aber leider keine Konterchance diesmal, weil ein Beat zu einer Verteidigung war, der sich aber ein bisschen rausziehen lässt. Oder die vielmehr, die Nummer 17. Aber sie ist. Ja, sie ist da. Beatet, aber der Kurve ist weiter bei den. Okay. Ja, super von der Nummer 17. Schön durchgekämpft da. Steffi. Das flinke Wiesel, ja, da war sie. Das flinke Wiesel, ja. Sehr passend. Damit steht es jetzt 80 zu 80. Oh, und das haben wir jetzt, glaube ich, nicht mitgekriegt, aber das war jetzt ein ganz schnelles Tor von Oldenburg, was irgendwie keiner wirklich mitbekommen hat. Auch keiner in der Defense von Halle. Tatsächlich so. Ein Quaffel hinter unserem Tor. Aber damit ist wenigstens der Keeper wieder drin, der ehemalige Keeper, die Nummer 17. Und sie sind wieder vollzählig. Der Headref ist ein bisschen verwirrt. Ich glaube, da wurde die Linie übertreten. Ja. Aber hat er gut gesehen. Da gibt es einen Turnover. Oldenburg lässt sich Zeit. Diesmal und BS im Angriff dabei bei Oldenburg. Wir sehen, wie sie das einsetzen. Und zwei S-Refs zeigen jetzt auch einen Foul an. Von Halle. Frau von Halle Tor und für Oldenburg. Und das ist erstmal eine gute Voraussetzung. Ja. Jetzt gibt es nochmal eine kurze Besprechung, genau deshalb. Kommt hier ein Kommentar vom Livestream-Operator, der erstmal die Spieler zurückschickt. Wenn hier nicht alle aufpassen, ne? Die laufen einfach weiter.
Es war auch, glaube ich, sogar beim letzten Spiel, ich bin jetzt nicht sicher, ob es Oldenburg-Halle oder es hätte auch Kassel sein können, wo es dann mal irgendwann hieß, ja, und ihr seid jetzt alle Rooms, Off-Room. Alle Off-Room, weil sie nicht früh genug wieder auf den Besen gestiegen sind. Ja, genau. Das war ist immer ein trauriger Moment, aber auch großer Spaß für die Refs. Ja, und es sieht auch sehr witzig aus, wenn dann plötzlich alle Spieler zurückrennen und sich abklatschen. Ich glaube, jeder Ref hofft da insgeheim so ein bisschen drauf, dass er die Leute alle zurückschicken kann, einfach weil es so ein Machtgefühl ist. Ich kenne da so einen Ref, der das genießen würde. Die nächste gelbe Karte hier für Halle, die Nummer 15 ist diesmal. Ich habe leider nicht verstanden, weshalb. Es war... War es nach dem Tor oder vor dem Tor? Es war vorher angezeigt, meinst du, ne? Ja, es war dann vorher angezeigt. Dann müsste er eigentlich auf dem Feld bleiben können. Gucken, ob er wieder zurückgerufen wird. Es gibt eine generelle Warnung, ich glaube, für Substitution Procedure, also dass man bitte richtig auswechseln soll. Es ist natürlich auch so, weil es zwei neue Teams sind, es dauert einfach eine Weile manchmal, bis man richtig auswechseln gelernt hat. Das hat bei uns in Offenburg auch eine Weile gedauert. Ja, den richtigen Moment vom Besen steigen und solche Sachen. Ja. Das wird noch ein bisschen diskutiert, aber jetzt... Wenn ich das richtig sehe, weil niemand auch in der Penalty Area steht, wurde die gelbe Karte jetzt auch... Annulliert durchs Tor quasi, ne? Ja, genau. Also nicht annulliert, aber die Penalty Time wurde annulliert. Ja. So, 100 zu 90 hat der Headref, glaube ich, gerade nochmal an den Score-Table deutlich weitergegeben. Da durch den Wind fliegen da öfters mal die Zettel hin und her. Ja, da können die tatsächlich auch gar nichts dafür. Ja. Okay, und es geht weiter. Der Quaffel ist bei den Horcruxen und es wird direkt wieder abgepfiffen. Okay, es geht doch nicht weiter. Was ist da jetzt passiert? Time-Check. Ja, ein Timeout wurde von Halle gecallt, also eine Minute Zeit, sich zu besprechen jetzt. Ich glaube, es tut auch gerade dem Spiel ein bisschen gut. Es war jetzt ein sehr großes Hin und Her in den letzten paar Minuten. Bisschen hektisch jetzt, ne? Ja, auch durch die ganzen Brooms down und die allgemeine Verwirrung. Ja. Aber es ist nach wie vor gleich auf, also vielleicht ist Halle, das für Halle eher so ein Ding, das nochmal kurz zu sammeln und ein bisschen auszuholen. Das ist auch ein guter Moment für Halle, um ein Timeout zu callen, weil sie sind jetzt auf 10 Punkte rangekommen. Und haben jetzt die Möglichkeit, vielleicht vorbeizuziehen. Ja. Der Schnatz macht sich auch schon bereit. Hast du gehört, was die Game Time war? Nee, leider nicht. Ich frag mal kurz nach. Wir sehen jetzt, beide Teams besprechen sich relativ ruhig. Scheint eine ruhige Besprechung bei beiden Teams zu sein. Einfach sich nochmal ein bisschen sammeln, ein bisschen runterkommen. Das ist auch ganz oft einfach nur, hey Leute, wir müssen genauso weiterspielen. Das hilft schon meistens mehr. Genau, 12:39 haben wir gespielt. Ich habe es gerade mal nachgefragt. Also ein bisschen Zeit ist noch, bis der Schnatz aufs Feld kommt. Der macht sich einfach schon bereit. Da kann noch einiges passieren, aber so wie das hier aussieht, wird es echt ein enges Spiel am Ende. Also da wird es echt um die Wurst gehen. Es sind natürlich auch sehr viele Tore für 12 Minuten Spielzeit. Das stimmt. Da ist ein ziemlich hoher Score zu erwarten am Ende. Da haben wir schon ganz anderes gesehen, dass da irgendwie 20-10 steht nach 12 Minuten. Also viele Kontertore. Und tatsächlich war Halle auch immer, selbst wenn sie zurücklagen, eigentlich immer in Snitch-Range. Das war sehr selten mal anders. Also hier könnte echt der Snitch-Catch entscheiden. Oh, sehr schön von der Nummer... 78? Ja. Ah, die sich sehr gut versucht durchzupressen. Okay, Korf ist weiterhin bei den Horcruxen. Die versuchen es nochmal mit dem Angriff. Ein bisschen Probleme da, aber scheinen alles im Griff zu haben. Ja, die Schiedsrichter scheinen viel zu besprechen zu haben mit diesem Spiel. Ah, die Nummer 78 versucht wieder durch alle möglichen Oldenburg-Spieler durchzukommen. Es gibt keine Beater im Moment, aber es gibt kein wirkliches Durchkommen. Es sind auch alle anderen Spieler ziemlich gut gedeckt. Oh, schönes Tackle da von der Nummer 6, hast du das gesehen? Da ist der Ball daneben gegangen.
Vivian war das wieder. Und zum dritten Mal versucht es Halle mit dem Angriff. Und diesmal gibt es das Tor. Schön. Aber das ist ja auch eine Aussage, wenn man so lange den Ball behält im Angriff, ja, am Ende noch verwandelt. Alles richtig gemacht. Das war die Nummer 2, Alina. Mit dem Tor. Sehr schön. Mir fällt jetzt auch gerade generell aus, Oldenburg macht immer einen eher langsamen Angriff. Gucken erstmal, wo ihre Bieter sind. Decken ein paar Leute und generell Halle rennt. Halle rennt nach vorne und macht Sturm. Die sind da ein bisschen agiler, wenn man es so nennen möchte. Ja. Aber tatsächlich hat beides seine wieder seine Vor- und Nachteile. Aber genau jetzt, meistens macht es Halle auch durch Konter. Ja, das ist ein Konter. Ich würde sagen, er hat eigentlich über die Linie getreten hier vorne, aber der Ref hat geguckt und. Und da kommt direkt der nächste Konter, aber der Bieter ist da. Also. Er wird da gestoppt, die Nummer 3. Und da ist der Beat. Und Halle hat den Quaffel. Und die Nummer 6. Aber wird direkt gebeatet. Ah, wenn das nicht ein Illegal Reset war. Oder vielmehr ein Turnover, aber. Quaffel, wir stehen ja leider nicht auf dem Feld. Ja, wir stehen nicht auf dem Feld. Ist vielleicht auch besser so. Ja, wahrscheinlich. Und Tor für Halle. Die Nummer 96 auch mit sehr schönen Pässen. Also ich bin mir nicht sicher, ob er das extra macht, aber der Ball knallt immer einmal auf den Boden und findet dann perfekt den den Mitspieler. Ja, Bodenpässe, auch sehr stimmt. Interessant, ja. Das sieht man selten bisher im Quidditch. Ja, tatsächlich. Also, ist natürlich auch ein bisschen unvorhersehbar, je nach Pitch. Aber auf jeden Fall unerwartet. Also den fängt man schwer ab. Ah, und ich glaube, wir haben es ein bisschen verpasst, aber es ist tatsächlich... Ja, es gibt Oldenburg. Von Oldenburg, weil, ich habe jetzt gerade auf den Score geguckt, es ist das erste Mal, dass Halle in Führung ist mit 120 zu 100. Das zweite Mal, glaube ich, aber zum ersten Mal mit 20 Punkten sogar schon. Ja. Also das ging jetzt ziemlich schnell, da hat Oldenburg scheinbar ein bisschen kalte Füße bekommen. Das ist auch eine gute Idee von Oldenburg, jetzt in dieser Phase ein Timeout zu nehmen. Genau, kurz vorm Snitch on Pitch. Ja, damit sie nicht riskieren, dass dann Oldenburg aus der Snitch Range rauskommt. Ja, das wäre... ein bisschen bitter. Ja, so langer Führung. Ja. Aber spricht natürlich auch für Halle, die sich nicht aufgegeben haben und immer wieder versuchen zurückzukommen. Und auf jeden Fall. Und das sogar um ihren Nationalreinhold, der ja nicht nochmal auf dem Feld war, glaube ich. Also lahmarschig und langweilig würde ich das jetzt nicht nennen, wie das der Coach von Halle gesagt hat. Ich finde das also gerade sehr spannend. Ganz im Gegenteil. Die gehen ab. Ich bin mal gespannt, ob der Coach von Oldenburg eigentlich hier noch rumspringt wie ein Rumpelstilzchen. Das steht zumindest auf meinem Cheat-Sheet, dass der immer sagt, er bleibt ruhig, aber am Ende sehr darauf achte ich. Ja, sehr viel Temperament hat, aber bisher scheint es hier alles sehr strukturiert zu laufen bei Oldenburg und gute Stimmung. Also ich denke mal, die sind da cool genug, dass sie jetzt damit umgehen, dass sie ein bisschen hinten liegen. Und es geht weiter. Oldenburg geht über rechts mit dem Koffel. Scheinen versuchen, sich zu BS zu holen. Aber tatsächlich wirklich alle Spieler gehen über rechts. Keiner hat es auf der anderen Seite probiert als Troll oder ähnliches. Und das scheint jetzt... Sehr schönes Tor. Auch super begleitet von dem Beater, der seinen Chaser da komplett beschützt hat und ihm so mit dem Weg freigemacht hat. Ja, sehr schönes Zusammenspiel, das stimmt. Also die Bieter sind hier nicht immer allein in ihrem Bieter-Game. Da gibt es schon auch gute Koordination. Wirf mal einen Blick auf das Scoresheet. Scheinbar steht es jetzt 130 zu 0. Der Timetable scheint da nicht mitbekommen zu haben, dass der Wind wieder sein Spiel getrieben hat. Aber wir wissen Spaß. Ja, dass es 130 zu 100 steht, immer noch. Obwohl sich das vielleicht ändert. Ich würde sagen, das war ein Beat before, aber... Die Refs sehen es anders. Damit war es ein 130 zu 110. Und jetzt ist auch der Schnatz auf dem Feld.
Der Schnatz ist auf dem Feld. Dann sind es jetzt noch eine Minute. Nein, nicht ganz mehr eine Minute, bis die Zieker draufkommen. Und Oldenburg hat nochmal die Chance. Die Chance verloren, nochmal näher ranzukommen, denn Halle hat den. Die 68 hat den Kurve erobert, aber ist leider auf Room gegangen dabei. Damit ist der Kurve wieder bei Halle. Schönes Passspiel von den Chaserinnen da und das ist ein Tor. Das war ein richtig schönes Tor, auch mit Antäuschung und allem von der Nummer 2. Alina, kleiner Maroho. Ein kleiner Maroho. Und jetzt sind die Sucher auf dem Feld, steht 140 zu 110. Ui, da ging es an den Kopf. Aber soll ich Luxdorf Chaser Game achten und ich achte auf Snitch Game? Ja, können wir gut machen. Ich bin da doch immer sehr gefesselt vom Chaser Game, aber. Ich finde es immer so schwierig, auch beides jetzt zu achten, das nächste Tor für Halle oder? Nein, da ist eine ziemlich körperliche Defense von Oldenburg am Start. Und der Keeper hat den Ball. Beim Snitch Game sind wirklich beide Bieter von Halle. Okay, jetzt gehen sie zurück ins Chaser Game. Aber jedes Mal, sofort, wenn Oldenburgs Sieger zurückkommt, sind sie wieder beide im Snitch Game. Bin mir sicher, ja, da gab es gerade irgendwie. Ui, der Hub ist ein bisschen verbogen da hinten in der Ecke. Oh. Da gab es nämlich auch gerade ziemlich körperlichen Sauhaufen quasi. Ja, so ein Huddle. Ein richtiger Huddle. Das könnte das natürlich etwas länger dauern. Das könnte länger dauern. Er scheint nicht kaputt zu sein. Nur ein bisschen verbogen. Gucken, ob es gleich weitergeht. Ah, das geht noch. Das geht noch. Ja, also der Spielstand 140 zu 110. Jetzt, wenn Oldenburg jetzt fängt, dann wäre es ein Overtime-Catch. Halle ist da ganz klar in der besseren Position momentan. Wenn die noch ein Tor machen, sind sie raus aus der Range. Wer hätte das gedacht? Es ist der. Sie probieren den Hub jetzt entweder zu reparieren oder braten, was zu tun ist. Währenddessen ist es für die Spieler vielleicht auch eine gute Möglichkeit, kurz mal durchzuatmen und eine Pause zu machen. Ja, Oldenburg verteilt etwas Wasser an die Spieler. Ja, Oldenburg, die sind auch gar nicht so viele, ne? Ich glaube, 14 hatte ich gezählt auf der Liste. Oder sind es ein paar mehr? Da freut man sich über jede Pause bei einem Turnier mit doch recht vielen Spielen. Ja, Halle scheint auch ungefähr mit dem gleichen Kader. Ja. Ich glaube, wir haben 14, ja, auch 14 Spieler. Ja, also das ist schon recht grenzwertig. Da haben sie gerade beide Coaches von den beiden Teams gefragt, ob es okay ist, mit dem Hub weiterzuspielen. Ah, okay. Scheinen beide wohl ja gesagt zu haben. Ja. Oder auch nicht. Ist auch nur eine kleine 8 drin. Also es ist immer noch sehr gut möglich, Tore dadurch zu schießen. Also wenn ich mich an frühere Turniere erinnere, wo die Hubs dann teilweise so einen 45-Grad-Winkel nach hinten standen und so, finde ich das hier alles noch sehr professionell. Zum Glück musste ich das nicht mehr miterleben. Da sind wir mittlerweile schon echt weit, was die Qualität des Equipments angeht. Das muss es sein. Der Schiedsrichter muss jetzt gerade zweimal Remount sagen, weil hinten kam das nicht so ganz an. Ja, aber Spieler. Ist doch nett von ihm, dass er nicht einfach alle zurückgeschickt hat, wo wir gerade noch drüber geredet haben. So, es geht weiter. Oldenburg hat jetzt die Chance, wieder in Range zu kommen. Beziehungsweise in Range sind die noch, aber wenn sie jetzt noch ein Tor machen, können sie auch den Schnatz fangen und damit gewinnen. Ein wichtiges Tor also. Mal sehen, ob sie es schaffen. Der Korfel ist direkt hinter den Hubs. Und der ist drin. Sehr schöner Pass an die Nummer 8, die ihn direkt verwandelt. Und die Nummer 6 von Halle wechselt jetzt auch als Sucher aus, weil sie wirklich keine Möglichkeit hat, irgendwie nur in die Nähe des Schnatzes zu kommen, weil sofort, wenn sie es probiert, sind die zwei Bieter von Halle da, um sie rauszubieten. Ja, gerade haben wir wieder ein Tor kassiert auf Oldenburger Seite hier. Damit sind es wieder 30 Punkte Abstand. Und jetzt haben wir Defensive Snitching von Oldenburg, von der Nummer 3, Niklas.
Defensive Seeking, ja. Ja, zumindest, wenn der andere Seeker da ist, wird er versuchen, nicht zu fangen, weil er den Schnatz damit eher potenziell ablenkt. Torversuch da gerade auf der Oldenburger. Auf der Seite der Horcruxe von Oldenburg und der war drin. Halle hat jetzt ebenfalls den Schnatz gewechselt. Die Nummer 5. Und der bringt den Schnatz erstmal gleich down. Gibt es eine kurze Pause. Und es geht weiter. Keine Bieter-Call hier für Halle. Ob das ein Tor ist? Ah, da wird die Chaserin zu Boden gebracht, aber sie hat den Quaffel noch. Und wir haben schon wieder, ich glaube an der gleichen Stelle wie gerade, haben wir mal wieder einen Huddle auf dem Boden ohne Bieter, die im Schnatzspiel sind. Da ist das Quaffelspiel ein bisschen eingefroren für den Moment. Ah, und wir haben einen Catch von Halle, von Oldenburg. Ein Catch von Oldenburg. Wenn ich es richtig gesehen habe, müsste der eigentlich gut sein. Der sah super aus. Weißt du, ob der Score stimmt? 150-130. Das müsste bedeuten, stimmen, dass Oldenburg damit gewinnt. Da sie nur 20 Punkte hinten liegen und der Schnatz 30 Punkte gibt. Das finde ich jetzt ein bisschen schade tatsächlich für Halle, die echt krass gekämpft haben und sich hier krass nach vorne gekämpft haben. Die ganze Zeit immer an der Ecke zu, aus der Range. Ja. Ich hoffe fast ein bisschen, dass der Catch nicht gut ist, sondern es noch ein bisschen weitergeht. Das ist echt ein schönes Spiel hier. Das wir können auch gerne in Overtime gehen. Ah, und jetzt wurde auch der kaputte Hub ausgetauscht. Falls das jetzt noch was bringt. Ich glaube, der Catch ist gut. Sie gucken, es sieht jetzt nämlich schon so aus, als würden sie sich nach der Gender Rule umgucken. Ach ja, das, und das ist heißt das klassische meistens, Zeichen. Ja. Ist immer gut, wenn sie sich umgucken, dann weiß man es eigentlich schon. Ja. Danach wird manchmal dann noch ein bisschen gequatscht, so wie bei euer letzter Urlaub oder so. weil die Spannung ja nicht schon groß Spiel genug so ist. Sollen wir sie noch ein bisschen zappeln lassen? Ja, und der Catch ist gut. Damit gewinnen Dobbys Klatscher aus Oldenburg. Sehr schade. Halle sieht auch ein bisschen enttäuscht aus, zu Recht. Ja. Hätten es echt auch verdient. Aber Oldenburg hat es genauso. Oldenburg. Ja, genau. Glückwunsch an dieser Stelle, die haben es genauso verdient. Es war echt ein sehr spannendes, knappes Spiel. Genau, und wir verabschieden uns auch wieder. Ja, sind wir dann schon weg? Ich glaube, dann viel Spaß noch hier beim Livestream bei der Deutschen Meisterschaft. Tschüss.